Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir schauen uns heute wieder gemeinsam die Neuzugänge aus dem August 2020 an und stellen uns dann gemeinsam die Frage, schon gelesen oder subt es noch? Und ja, gucken diesmal, ob bei 21 Neuzugängen im letzten Jahr die Rache des Sub sozusagen zuschlägt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe in meiner Statistik geguckt, 21 Neuzugänge ist schon relativ viel, aber ich merke irgendwie auch im Vergleich zum Jahr vorher und auch diesem Jahr, dass die Sommermonate, so Juni, Juli oder die vermeintlichen Sommermonate, schon immer irgendwie so ein bisschen die ja, kaufstärksten sind. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Steffi vor einem Jahr und welche Bücher eingezogen sind, was schon gelesen ist und ja, da schauen wir jetzt einfach gemeinsam rein. Ja, die Steffi hatte im letzten Jahr ja noch lange Haare, bis sie dann abgekommen sind, beziehungsweise, glaube ich, sind sie schon ein bisschen kürzer. Aber ja, von Anne Freitag ist aus schwarzem Wasser eingezogen, ein Thriller aus dem Bolt Verlag. Ich habe immer so meine Struggles mit den Büchern von Anne Freitag. Ich finde die Ideen oftmals sehr gut, die Wege darin nicht immer so. Ich mochte aber ihren Schreibstil bisher immer sehr, sehr gerne. Hier fand ich tatsächlich den Thriller auch gar nicht schlecht. Aber er hat sich in Richtungen entwickelt, die ich irgendwie überhaupt nicht erwartet habe, die auch manchmal so aus dem Nichts kamen und ich nicht so richtig verstanden habe, was will man mir damit eigentlich sagen. Es hatte ja dann auch so ein bisschen so einen Touch in eine Richtung, der nicht ganz meiner war. Dennoch fand ich ihn durchaus spannend und das ist ja das Wichtigste für einen Thriller. Und ja, aber es war jetzt eher so ein Okay-Buch und ja. Kakadu-Sommer von Franziska Erhardt. Überhaupt diese ganze Sommerreihe von Franziska Erhardt habe ich sehr, sehr gefeiert. Wir sind hier ja ein bisschen an einem Nobel-Campingplatz und treffen da eben verschiedene Charaktere. Die Geschichten sind unabhängig voneinander zu lesen. Es gibt ja auch noch den Kolibri-Sommer und ich glaube auch noch mit dem Flamingo. Und wir lernen da eben die Charaktere auf dem Campingplatz kennen, die festen Mitarbeiter, Angestellten, aber eben auch immer die aus irgendeiner Situation dazukommen. Mochte ich gerne, habe ich gerne gelesen. Von Helen Paris ist Linwood Falls bei mir eingesetzt. Das ist, glaube ich, der Auftakt einer Reihe und hat ein bisschen angemutet, in die Richtung Virgin River, Redwood irgendwie zu gehen. Hat mir nicht gefallen. Also habe ich, glaube ich, auch nur angelesen, die ersten 50, 60 Seiten und dann war irgendwie mein Schnäppchen als E-Book und da greife ich dann gerne auch mal zu, wenn eben ein E-Book irgendwie nur 1,99, 2,49 kostet in den Angeboten. Gibt es ja auch das E-Book bei Thalia und so weiter, also das E-Book des Monats, der Woche und ich glaube, da habe ich das irgendwie gefunden, hat mich aber nicht so angesprochen. Ich kriege auch gar nicht mehr zusammen, um was es da ging. Meins war es jedenfalls nicht. Also ich dachte schon, da hätte man vielleicht doch schon beim Cover ein bisschen kritischer sein können. Und jetzt schaut die Steffi recht kritisch. Mal sehen, was sie da hat. Sie hat auf jeden Fall ein festes Buch in der Hand. Und faszinierend, dass ich heute auch wieder Sterne dran habe. Eulennacht von Maggie Stiefvater ist bei mir eingezogen. Ich mochte die früheren Bücher von Maggie Stiefvater super gerne. Dieses Nach dem Sommer, diese Trilogie. Und es gab noch irgendein anderes Buch. Aber Eulennacht habe ich tatsächlich nicht gelesen. Ich weiß gar nicht, es ist irgendwie untergegangen. Also es ist ein ungelesenes Buch. Es ist, glaube ich, ein relativ kurzes Buch. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Mängelexemplar hatte. Wahrscheinlich. Dann hier Roadtrip mit Emma. Das ist gelesen. Das war eben ein Reisebericht, wo ein Paar, ich weiß gar nicht, ob da ein Kind mit dabei war, in Emma, also in diesem Bus, den man vorne drauf sieht, in diesem umgebauten Autolieferwagen, eben eine Reise machen. Habe ich gelesen. Ich liebe ja so Roadtrips und so Geschichten. Ich kriege aber auch nicht mehr zusammen, wie ich es fand, aber ist gelesen. Ich, Eleanor Oliphant, haben wir ja im Leseklub gelesen, war für mich wirklich ein Highlight-Buch, hat mir unglaublich gut gefallen. Ich mochte Eleanor als Charakter super gern, ich mochte den Schreibstil, ich mochte ihre Direktheit, ich mochte ihre Verrücktheit, also dass sie, also nicht im Sinne von irgendwie geistig verrückt, sondern man merkt natürlich schon, dass sie eine psychische Störung hat, aber dass das so echt war und dass sich das so ehrlich angefühlt hat und dass sie einfach so durchs Leben gegangen ist, wie sie ist und das hat mir unglaublich gut gefallen, habe ich super gerne gelesen. Von Murakami ist, glaube ich, ein Doppelband, müsste das gewesen sein, eingezogen, ist noch nicht gelesen. Da sieht man mal wieder, dass die Menge Exemplare, dass das doch öfter mal ein Fluch ist anstelle eines Segens. Da sind, glaube ich, zwei seiner ersten Novellen oder
oder irgendwie so drin, Pinball, irgendwas. Und ja, Murakami finde ich immer, da muss man in Stimmung sein, war ich wohl bisher noch nicht, aber ja, ist das zweite ungelesene Buch und nehme ich mir jetzt gedanklich auf die Liste, beziehungsweise ja, führe ich da ja eine Liste. Von Katinka Engel, das ist glaube ich der erste Teil, Love is Loud, ich höre nur dich. Bei mir eingezogen, wurde auch gehört, ich habe die ganze Trilogie schon gehört, direkt so ziemlich hintereinander dann weg. Ich mochte von Katinka Engel auch die Reihe aus dem Vorjahr sehr, sehr gerne und fand es hier schön, dass es um, dass wir in den USA unterwegs waren, dass wir in New Orleans waren, dass Musik eine Rolle gespielt hat, dass es hier eben auch immer wieder Charaktere gab, die man immer wieder getroffen hat, aber eben ja die Geschichte nicht komplett hintereinander weggelesen wird, sondern eben immer einzelne Charaktere sozusagen eine Rolle spielen. Ich mochte es auch vertont super gerne. Es waren zwei Perspektiven, dementsprechend auch zwei Sprecher. Habe ich sehr gerne gehört, war eine tolle Reihe, die ja, mich einfach da so ein bisschen auch was Musik angeht, so abgeholt hat und mitgenommen hat. Und auch wenn jetzt Jazz nicht meine bevorzugte Musik war oder ist, fand ich das richtig, richtig toll zu lesen. Und ja, habe ich schon gesagt, dass ich und die Steffi in der Vergangenheit zufällig Sterne anhaben. Faszinierend. Aber es sieht da Anfang September auch relativ frisch aus, ne? Also wenn ich da so ein Dreiviertel-Oberteil anhabe, heute ist zumindest ein T-Shirt. Aber gut. Dann ist Gerechtigkeit bei mir eingezogen. Ein Buch, das er die liebe Sippi empfohlen hat und... Wie es der Zufall tatsächlich möchte, mir war gar nicht bewusst, dass das im August eingezogen ist, habe ich es jetzt Ende Juli auch gelesen. Das heißt, ihr müsst es jetzt eigentlich in der letzten Bücherwoche auch gesehen haben. Ja, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das tatsächlich im August bei mir eingezogen ist. Ja, wir hatten hier The Passengers von John Mars zusammen gelesen und da hat uns Sibi den Tipp gegeben, dass es eben in dem Buch wirklich darum geht, verschiedene Seiten zu sehen. Was ist wirklich gerecht, dass nicht alles schwarz-weiß ist. Fand ich ein gutes Buch, ein tolles Sachbuch und ja, dann kam Weihnachtsstimmung auf. Mit Zickiger Zuckerguss von Jasmin Zipperling ist das zweite Buch ihrer Kinderbuchreihe. Ist, glaube ich, auch nur eine Dilogie, wenn man so möchte. Und das ist einfach herzig. Und Jasmin Zipperling hat es in 2 Jahren geschafft, mich im August in Weihnachtsstimmung zu bringen. Und das sind Bücher, die ich auch verschenkt habe jetzt in den letzten Weihnachten an die Kinder in meinem Umkreis und auch vorgelesen habe, wenn ich Besuch hatte. Die sind wirklich herzlich, wirklich schön, richtig toll gezeichnet und eine tolle Geschichte. Dann Verloren in dir, Regenwald, Geflüster war, glaube ich, auch so ein Schnäppchen und auch ein Coverkauf. Habe ich ebenfalls nur angelesen und nach 50, 60 Seiten aufgegeben. Also das ist noch nicht mal ein Buch, was ich als gelesen werte, sondern wirklich eins reingelesen und gedacht, also eher so ein Try-a-Chapter oder ja, beginne so ein bisschen reinzulesen. Hier ging es ja um ein Flugzeug, was irgendwie abstürzt und irgendein Rockstar ist damit im Flugzeug und es war überhaupt nicht so, wie ich es so gedacht habe. Ich fand es auch sprachlich sehr einfach und nicht sehr schön, also ja. Ausgerechnet Alabama, ähnliche Spielchen, also es ist dann häufig wohl doch so, dass ja, das günstige E-Books ja, manchmal doch das Vorurteil bestätigen. Hier hatte ich eben auch so ein bisschen was Historisches erwartet, auch so ein bisschen eben, dass wir im Süden der USA unterwegs sind und ich mochte das Setting, aber ich bin mit der Protagonistin zu Beginn überhaupt nicht zurechtgekommen und auch sprachlich fand ich das leider nicht so gut und das habe ich dann, glaube ich, irgendwann im Herbst mal angelesen. Es ist halt oft so, dass ich diese, wo ich nur anlese, dann auch nicht irgendwie groß bespreche oder ja, ich mache auch ja selten Try a Chapter draus. Aber da, bei E-Books ist es dann eher so, dass sie ganz klammheimlich irgendwie ausziehen. Der Alchemist ist gehört bzw. gelesen von Paulo Coelho. Ist ja ein Buch, was ich vor Jahren, wie es, keine Ahnung, wahrscheinlich rauskam, so Mitte der 90er irgendwann mal gelesen habe, mich nicht mehr dran erinnert habe. Und dann bin ich dem Buch sehr häufig begegnet und dachte, ja, das ist irgendwie ein Zeichen. Und dann habe ich es ertauscht. Beziehungsweise war, glaube ich, sogar das Hörbuch, was ich ertauscht habe. Und das habe ich jetzt eben auch nochmal gehört oder gelesen und fand ich richtig gut. Nevernight, oh, großartig, eine Wahnsinnstrilogie von Jay Kristoff hat uns im letzten Jahr, uns ist Becky und mich, total geflasht, total begeistert. Robert Frank ist als Sprecher einfach nur eine Wucht. Und das Spiel müsste ja der zweite Band sein. Wenn ich mich nicht täusche, die Prüfung war, glaube ich, der erste Band. Und der dritte Band ist ja dann eher so schwarz. Und ich fand Mia Kovere großartig. Ich mochte die Schattenkatze. Ich fand es toll, wie der Autor mit uns als Leser agiert. Ich habe noch nie so grandiose Fußzeilen gelesen oder vorgelesen bekommen. Alleine, wenn man hier das Personenverzeichnis vorgelesen bekommt, was ich da
gelacht habe, geschmunzelt habe. Ich fand es einfach nur großartig. Ja, blutige Nachrichten von Stephen King ist auch eingezogen. Gibt ja jetzt auch dieses Jahr im August, ist es schon da wahrscheinlich, wenn das Video kommt, vermutlich. Auch wieder einen neuen King. Hier hatten wir ja eine Kurzgeschichtensammlung von 4 oder 5 Geschichten. Unter anderem einer, der den Outsider weitererzählt, den ich ja nicht kenne. Und man kam trotzdem zurecht. Ich habe das zusammen mit einer lieben Freundin gelesen, die Geschichten. Es waren jetzt keine Highlight-Geschichten drin. Ich fand es, glaube ich, weil ich jetzt weiß, einfach ganz okay. Die Outsider-Geschichte, ja, da fehlt mir natürlich ein bisschen die Vorgeschichte dazu, beziehungsweise die Hauptgeschichte. Man hat sich natürlich dann hier schon gespoilert, im Sinne von, wenn man jetzt den Outsider nochmal lesen möchte, aber da zieht es mich aktuell halt nicht hin, aber ist gelesen. Auch Kryptos ist gelesen, war für mich auch ein Jugendbuch-Highlight von Ursula Ponsnansky, ist mittlerweile auch als echtes Buch bei mir eingezogen von der lieben Jenny. Wir haben da getauscht. Und ich fand das toll. Ich mochte diese Weltendesignerin. Wir leben hier eben dann in der virtuellen Welt und sie designt Welten und in denen geht irgendwas schief. Und dann erfahren wir da die Hintergrundinfos. Das war so spannend, so toll. Es war bildgewaltig, was auch diese verschiedenen Welten angeht. Ich fand es auch unglaublich kreativ von Ursula Ponsnansky. Ich mochte das Buch super gerne, war ein Highlight, hat super viel Spaß gemacht. Ja, The Secret Book Club von Lisa K. Adams. Das müsste jetzt wahrscheinlich der zweite Band gewesen sein. Der erste war, glaube ich, farbig anders, aber ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Hier war ich von der Reihe einfach grundsätzlich enttäuscht, weil mir der Buchclub viel zu kurz kam. Also ja, es sind bestimmt schöne Liebesgeschichten, aber wenn groß der geheime Buchclub draufsteht, dann erwarte ich, dass es um den Buchclub geht, um die Männer geht, die diesen Buchclub gegründet haben, die Liebesromane lesen, die damit ihr eigenes Liebesleben verbessern wollen. Ich fand, das kam viel zu kurz. Also ganz selten, dass man gefühlt wirklich einfach gehört hat, was lesen sie gerade, was nehmen sie raus. Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Eben einfach, dass die viel mehr über diese Liebesgeschichten sprechen, mehr Liebesromane lesen. Ich habe dann auch den dritten Band gar nicht mehr weiter verfolgt. Hier ein Buch, dessen Namentitel ich jetzt nicht sehe. Das müsste das mit der Expedition irgendwo in der Arktis sein. Mensch, da hat die Steffi irgendwie nicht auf die Sonne geachtet. Ja, ist auf jeden Fall gelesen. Da ging es eben darum, dass man eine Mars-Tour sozusagen imitiert und darauf eben aufsetzt und irgendwo, ich glaube, wir sind an den Südpol gereist, wenn ich mich nicht täusche. Und da ist es ja dann auch wirklich ein halbes Jahr dunkel und kalt und ja, fand ich faszinierend. Hexfiles von Helen Harper, ebenfalls eine absolute Reihenempfehlung aus dem letzten Jahr, fand ich großartig. Ich mochte unsere Hexe, ich mochte, dass sie sich da so ein bisschen verweigert hat, in dieser Gilde irgendwie dabei zu sein, in dieser Unternehmung. Aber gleichzeitig haben wir so ein bisschen den Krimi-Anteil, wir müssen einen Fall lösen, wir haben ja so ein bisschen ja, einfach diese Hexerei, diese Magie und dann natürlich auch so ein bisschen eine zarte Liebesgeschichte. Wir haben eine Katze, die sprechen kann, einfach nur großartig. Mir hat die Reihe wahnsinnig gut gefallen und leider gibt es sie nur als E-Book. Sonst wäre definitiv zumindest der erste Band bei mir auch als echtes Buch eingezogen. Und ja, und dann kommen wir, glaube ich, schon zu den Nicht-Sub-Büchern. Also von daher, ja, glaube ich, müssten wir soweit durch sein. Ja, die Nicht-Sub-Bücher sind ja Bücher, die ich nachkaufe, weil sie Highlights sind. Dementsprechend können wir das Video hier unterbrechen. Ich habe 2 Finger erhoben, das heißt, 2 von den 20 Büchern sind noch nicht gelesen. Ich habe es mir fast schlimmer vorgestellt. Bin wieder sehr happy, dass ich tatsächlich ja, die Neuerscheinungen da scheinbar oder Neuzugänge scheinbar doch ganz gut im Griff habe und weglese. Mich hat letztens mal unter so einem Video gefragt, wie ich denn überhaupt dann so einem Sub komme. Und das ist natürlich schon die Thematik, dass man sagt, man hat natürlich so Bücher durchaus immer von auch noch ein bisschen davor. Also es gibt ja durchaus Bücher, die älter sind als ja, im Grunde von vor einem Jahr. Und es ist natürlich schon so, wenn jeden Monat 20 Bücher bei einem einziehen, dann bauen die sich ja auf, bis sie gelesen sind. Und dann kommt ja immer wieder Nachschub. Also würde ich mal 2 Monate keine Neuzugänge haben, dann wäre ich natürlich relativ schnell auch mit meinem Sub unten, wenn es mit dem Lesen so gut läuft, wie jetzt zum Beispiel im Juli oder auch im Juni. Aber ja, 2 Bücher. Ich finde, das passt. Könnte schlimmer kommen. Und ja, ich freue mich und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Rückblick. Vielleicht kennt ihr ja eins der beiden Bücher, die ich auf dem Sub habe oder auch ein anderes. Lasst uns da gerne in den Kommentaren ein bisschen drüber reden. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.